Was geht ab, Bros? Ich bin Jack Daniel und willkommen zu dem klassischen Commentary nach Ewigkeiten. Heute habe ich ein Thema für euch und im Hintergrund seht ihr ein bisschen Black Ops 3. Ja, heute machen wir es wirklich oldschool so wie früher. Ich habe das ein bisschen vermisst und warum etwas vermisst, wenn man es einfach machen kann. Ja, wir machen ein bisschen oldschool Commentary und im Hintergrund seht ihr ein Spiel von mir selbst. Ja, ich habe das selber gerade gespielt bei Black Ops 3. Hat Spaß gemacht, war meine erste Runde. Ich habe irgendwie nicht so viel gespielt, aber gar nicht mal so schlecht. Ja, ich habe auch noch den letzten Kill. Schaut euch auf jeden Fall auch ein bisschen das Gameplay an, aber hört doch zu, was ich heute zu sagen habe. Ja, vielleicht kennt ihr Michael Pachter, vielleicht auch nicht, muss nicht sein, aber der hat vor kurzem eine richtig krasse Aussage halt irgendwie rausgehauen. Und zwar hat er gemeint, dass wir PC-Spieler, ja, Rassisten sind. Ne, weil es geht darum im Interview, da er jetzt ja bald die PS4 Pro kommt, wurde er gefragt, ob er denn denkt, dass sich ein PC-Spieler eventuell die PS4 Pro kaufen würde. Und ja, man hätte auch einfach Nein sagen können, aber er hat gemeint, ich zitiere, ich denke, dass PC-Spieler wie Rassisten sind. Sie mögen nur diejenigen ihrer eigenen Art und haben kein Interesse daran, sich herauszuwagen und mit anderen Rassen zu vermischen. Okay, also bin ich jetzt ein fucking Nazi oder was? Ich bin ein scheiß Nazi. Solltet ihr PS4-Spieler sein oder Xbox-Spieler, ich verbrenne euch. Ja, ich verbrenne euch, ich vergaß euch, sucht euch aus, ist mir scheißegal. Und guck mal, Xbox-Controller, der ist pfui. Der hat wahrscheinlich Ebola. Das kann locker sein. Ne? Wir PC-Spieler haben Angst vor Controller, das geht gar nicht. Oder hier ein PS4-Controller, der hat wahrscheinlich auch irgendeine ansteckende Krankheit. Vor allem, wenn ein PS4-Spieler dran war oder so ein Asylant oder so. Vielleicht kriegen der jetzt irgendwie auch PS4 geschenkt, wenn sie nach Österreich kommen, wer weiß. Aber nee. Spaß beiseite. Ich finde das schon krass. Ja, weiterhin sagt er auch, PC-Spieler sind arrogante Schwachköpfe, die davon überzeugt sind, dass das, was sie tun, besser ist als das, was andere möglicherweise tun können. Verstehe ich auch nicht ganz. Ja, verstehe ich auch nicht wirklich ganz. Man hätte doch einfach Nein sagen können, aber okay, wir müssen ein bisschen gegen PC-Spieler ein bisschen hetzen. Ist ja kein Problem. Ich finde es Schwachsinn. Ja. Weiterhin möchte ich aber auch ein bisschen auf das Thema eingehen. Ja, man muss schon sagen, dass PC-Spieler oft so ein bisschen eigen sind. Ja, ich muss auch sagen, ich bin früher Konsolenspieler gewesen, viele, viele, viele Jahre lang. Ja, ich habe nur Konsole gespielt damals und bin sehr, 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 sehr spät zum PC. Ich war lange Xbox und PS3-Zocker und habe mir immer früher gesagt, nö, was will ich mit einem PC? Scheiß auf PC, was Tastatur, Maus, Controller, beste. Ja, und bin dann später zum PC und habe einfach gesehen, okay, Alter, Shooter machen mega Bock mit dem PC. Strategiespiele machen mega Bock mit dem PC. Und eben, weil es einfach schneller geht mit Maus und Tastatur, weil man einfach besser alles bedienen kann bei solchen Games. Ich selber bin aber, wenn ich ein Spieler, wenn ich jetzt irgendwas mit Third Person spiele, brauche ich einen Controller. Ja? Sei es ein PS4-Controller oder Xbox-Controller, ist mir auch Latte. Manchmal ist sogar auch der PS4-Controller in manchen Dingen besser, manchmal der Xbox One-Controller in manchen Dingen besser. Shooter zum Beispiel habe ich viel lieber mit einem Xbox-Controller. Und sowas wie FIFA oder, keine Ahnung, irgendwelche Rollenspiele wie The Witcher oder so, spiele ich gerne mit einem PS4-Controller. Also ich bin flexibel. Und das ist halt eben für mich so der Vorteil am PC. Ja, ich kann am PC so zocken, wie ich will. Ich kann jetzt entweder The Witcher mit einem PS4-Controller spielen, habe auch die ganzen Symbole dann da, kann mit einem Xbox-Controller spielen, kann mit irgendeinem Controller spielen, kann mit Maus und Tastatur spielen, hab die beste Grafik, kann halt immer upgraden und so weiter, wie ich halt eben möchte, ob ich Bock habe oder nicht. Und deswegen finde ich das gut. Ja, weil wenn man jetzt auch guckt, PS4 muss jetzt die PS4 Pro rauskommen, damit dann irgendwie bessere Grafik halt eben ist und man bessere Spiele zocken kann mit höherer Auflösung und so weiter, brauchst du einen PC nicht. Das heißt, du musst jetzt eine neue Konsole holen. Ja, ist jetzt auch ein anderes Thema. Okay, ist auch ein anderes Thema. Darüber kann man auch noch mal ein bisschen labern, wo das dann hinführen könnte, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, die PS4 Pro kommt und irgendwie keine PS5 mehr vielleicht. Keine Ahnung, ist aber nicht das Thema. Ich finde nur die Aussage ein bisschen doof. Ja, wir PC-Spieler sind also Rassisten. Es ist schon klar, dass es einige gibt, da kenne ich auch einige, die wirklich nur PC-only sind. Und immer denken, ja, was willst du mit einer scheiß Konsole? Pfui, ja, und die Grafik ist doch scheiße und es gibt schon einige so, die irgendwie denken, dass der PC wirklich das Beste und Geiste ist. Ja, gibt's schon. Und muss man aber leider auch sagen, PC ist einfach irgendwo das Coolste. Wie gesagt, du kannst einfach deine Games so zocken, wie du Bock hast. Du kannst auch einen PC an einen Monitor anschließen oder an einen Fernseher, Xbox-Controller, PS4-Controller, also es ist eigentlich irgendwo dasselbe. Und wenn man mal so eine fucking PS4 aufmacht, dann siehst du den auch aus wie ein PC. Das ist eigentlich auch wie ein PC, nur halt, ja, du kannst keine Maustastatur anschließen, du kannst damit nicht surfen oder sonst irgendwas, du kannst einfach nur zocken damit. Eigentlich ist es eigentlich auch ein PC. So, gesehen, alles irgendwie basiert auf diesem Mainboard, CPU-Dings, scheiße. Also innerlich ist eine Konsole gleich wie ein PC. Ja, innerlich ist alles irgendwie gleich, kann man sagen. Deswegen finde ich es doof. Ich finde das auch nicht gut, wenn irgendjemand sagt, keine Ahnung,
Wir PC-Spieler sind die Geisten. Wir PS4-Spieler sind die Geisten. Wir Xbox-Spieler sind die Geisten. Jeder Spieler ist geil. So ist es. Ja, Hauptsache man zockt, ob man auf einer PS3 zockt, auf einer PS4, auf einer Xbox One, auf einer 360, auf einem. Ist doch scheißegal, wo man zockt. Wir sind Gamer. Da ist doch scheißegal, welche Plattform. Jeder soll so zocken, wie er will. Und ich finde das dumm, dass man das wirklich so krass irgendwie macht und sagt, dass wir wirklich Rassisten sind. Ja? Und die, die wirklich so scheiße sind und irgendwie sagen, PS4 scheiße, Xbox scheiße, die sind sowieso hohl. Ja, davon gibt es leider schon viele. Es gibt schon einige, also so ganz, ganz, ganz unrecht hat er auch nicht. Nur der Vergleich mit Rassisten ist halt schon ein bisschen krass, finde ich. Das hätte nicht sein müssen, dass man irgendwie sagt, wir sind Rassisten. Aber okay, ist okay. Ich bin nicht so. Ja, wie seid ihr? Seid ihr auch so, dass ihr irgendwie sagt, ey, meinst du was? PC, ein geilste, scheiß auf Konsole, jeder, der Konsole spielt, ist dumm. Keine Ahnung. Seid ihr so? Ich bin nicht so. Mir ist das eigentlich Latte. Ich selber spiele einfach verdammt gern auf dem PC. Das ist so. Ich liebe PC am meisten. Ja, ich kann einfach genau das spielen, was ich Bock habe und wie ich Bock habe. Sei es mit Controller, Tastatur, Latte. Aber auch ein paar Games auf der Konsole machen Bock. Ja, da kann man auch Spaß haben. Und das Coole ist halt eben, weißt du was? Legst du rein in Konsole, spielst du, fertig. Du musst dir keine Gedanken machen wegen Updates. Du musst dir keine Gedanken wegen sonst irgendwas machen. Keine Ahnung, einfach rein spielen. Hat auch wieder seine Vorteile. Es gibt Vor- und Nachteile, ja, für jede Konsole, für jede Plattform. Deswegen, keine Ahnung. Kennt ihr vielleicht auch ein paar Leute in eurer Umgebung, die vielleicht so draußen sind, die irgendwie sagen, ey, PC, beste, fick alles, Alter, Digga. Kann doch sein, oder? Vielleicht gibt es solche. Aber meistens sind das nicht die, was Alter, Digga reden, sondern die, was Alter, Digga, das sind eh Konsoleros meistens. Die am PC, die halt eben so labern wie, hier, wie PC-Spiele, das sind die Besten, das sind meistens immer so voll die Nerds mit Brille, die man am liebsten in die Fresse schlagen würde. Warte, wo ist meine Brille? Moment. Tja, also wir PC-Spieler sind die Geisten auf der ganzen Welt, gell? Konsolenspieler können scheißen gehen. Ungefähr so ähnlich sieht es dann aus. Ja, das war es auch zu dem Thema. Ich finde es ein bisschen krass von dem Typen. Ja, ich hätte nie so krass sein müssen. Hätte auch sagen können, ja, PC-Spieler sind ein bisschen eingebildet oder so. Oder vielleicht irgendwie überheblich oder eingebildet oder keine Ahnung. Aber Rassisten ist schon ein bisschen krass. Ja? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich würde nicht sagen zu einem PS4-Gamer, hier du Arschloch, hier geh zurück nach Hause oder irgendwie sowas. I don't know. Gut, Leute, ab mit den Kommentaren. Ab mit eurer Meinung in den Kommentaren, schreibt ein bisschen rein und ja, was haltet ihr wieder davon, dass ein paar mehr solche Videos in diese Richtung kommen? Mir macht's Bock und ich hoffe euch auch. Ihr seht noch ein bisschen im Hintergrund ein bisschen Gameplay, ich weiß noch nicht genau, wie lange das noch läuft. Ich habe noch die letzte Abschlusskamera natürlich gemacht. Solange könnt ihr noch ein bisschen überlegen, was ihr in den Kommentaren schreibt. Schreibt mir eure Meinung und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin jetzt raus, ihr seht noch ein bisschen Black Ops. Bis zum nächsten Mal.